Howdy meine Westernfreunde und ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog, in dem ich euch ein bisschen mitnehme, was ich so am Wochenende gemacht habe. Wir waren in Pullman City, da war nämlich USK-Treffen, da habe ich euch ein paar Videos gemacht. Ich habe meine Haare getönt, wie man sehen kann. Jetzt haben sie nämlich wieder so einen Rotstich, aber diesmal mit einer anderen Tönung. Aber das werdet ihr auch dann im Laufe des Videos sehen. Ich habe ein neues Möbelstück bekommen, auf dem sitze ich gerade, mein neuer Sessel. Den zeige ich euch dann auch gleich am Anfang. Like dieses Video, falls ihr auch auf dem Western-Lifestyle steht, abonniert meinen Kanal, denn dann seid ihr immer up to date. Folgt mir gerne auf Instagram, da poste ich auch des Öfteren Western-spezifische Inhalte und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Der Sessel ist auch endlich da und ausgepackt. Ich habe mein Texas United States Kissen gleich draufgelegt, damit das auch ein bisschen wohnlicher aussieht. Der gehört zur selben Reihe wie mein Big Sofa und ich finde, sieht es richtig, richtig cool aus. Lasst mich wissen, was ihr dazu sagt. Gefällt euch so die Einrichtung vom Wohnzimmer? Würdet ihr euch auch so ein Sofa oder so einen Sessel kaufen? Oder steht ihr vielleicht auf einen anderen Stil von Western Interior? Lasst es mich wissen. Haare mit einer Intensivtönung tönen werde, damit die Farbe nicht sofort beim zweiten Mal waschen rausgeht, so wie beim letzten Mal. Deswegen habe ich mir diesmal Country Colors von Schwarzkopf gekauft und das werde ich diesmal testen. Ich habe wieder so das Gefühl, irgendwie, dass das bei mir gar nicht hängen bleibt, die Farbe, und dass man dann wieder gar nicht sieht. We'll try it out. Meine Strähne sieht jetzt so aus. Ja, es ist ein bisschen dunkler und es ist auf jeden Fall rötlich. Ich hätte es eigentlich ein bisschen heller gern gehabt, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, aber ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht hässlich. Ich habe jetzt halt meine Haare komplett getönt und ich finde, es sieht jetzt schon richtig cool aus, richtig frech. Ich hätte gedacht, dass das ein bisschen dunkler wird, aber an der Kopfhaut sieht es echt hell aus, was ich eigentlich richtig cool finde. Und ich habe es mir jetzt zusammengebunden. Ich werde es jetzt eine halbe Stunde drinnen lassen, dann werde ich duschen gehen und es gleichzeitig auswaschen. Es ist Tag 3 und meine Haare sehen noch rot aus und mir gefällt die Farbe total gut. Aber ich glaube nicht, dass das bei mir 8 Wochen lang hält. Ich werde jetzt mal testen, wie lange es so bleibt und sich nicht komplett auswäscht. Oder halt, wie lange ich das eben tragen kann, bis es eben komisch aussieht. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich habe mir schon überlegt, ob ich jetzt meine Spitzen schneide, weil die schon total kaputt aussehen. Aber ich sehe mir kurzen Haaren immer so blöde aus. Nein, das lasse ich jetzt. Ach, so sehen jetzt meine Haare aus. Sieht man es natürlich wieder nicht. Jetzt sieht es wieder fast blond aus. Wie gesagt, aber sie sind rot. Und mir gefällt es auf jeden Fall total gut. Und die Haarlänge, die gefällt mir jetzt auch mega. Deswegen werde ich meine Spitzen nicht schneiden, auch wenn sie einigermaßen kaputt sind. Ich lasse mir auf jeden Fall länger wachsen. Ich will sie unbedingt bis hierher haben. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber wie gesagt, ja. Gefällt mir ganz gut. Peace out.
Boah, ist das ein tolles Auto.